Damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part Holla 2 Tales of Sealer 2. Ich bin es, euer MTMAFX, und wir sind im Menü. Und oh, mein Gamepad hat sich ausgeschaltet, deswegen komme ich nicht raus. So, ja, wir sind hier in Nia Carol, Leute. Im letzten Part haben wir eine Nebenaktivität Megaios gemacht. Und mit dem King haben wir ein wenig hier uns in einer Splitterdimension umgeschaut. Dort ein wenig Spaß? Nee, eher nicht gehabt. Haben dort hier eine, ja, eigentlich ganz schöne andere Vision von Garrus gesehen, der hier mit seinen Freunden, mit den Kimmerinen gut befreundet war, wie es ja bei unserem Garrus nicht ganz so ist. Und jetzt haben wir die coolen Klamotten von Garrus und jetzt sieht er auch gleich viel besser aus. Ja, und nun würde ich sagen, schauen wir mal bei der Mila vorbei. Wir wissen ja, es ist nun wieder die Mila, die wir kannten und liebten. Und ich denke mal, ja, wir werden mit ihr ein Charakter-Event haben und ich würde sagen, das starten wir jetzt hier auch. Hier mit Milas Geschichte, Teil Nummer 3 müsste es sein. Nein, ich bin nicht ganz sicher. Jo, Kapitel Nummer 3, die Mila, die wir kennen und lieben. Lady Mila, you've deigned to return to us at last. It's been a while. Has everything been going smoothly in my absence? Yes. Thanks to the myriad blessings of Lady Mila, our lives remain free of want or worry. Very well. That's good to... Hey! Can you cook? Cook? I've never tried. Did you want to taste my cooking? Not really. I just remembered what a good cook Mila was. Elle. You know what? I'm never calling you by her name. I only know one Mila. Very well, if that pleases you. This doesn't tick you off? I mean it. I'll never call you by her name. That's fine. And if you decide to change your mind one day, that's okay too. Why would I change my mind? That's for you to decide. You sure are cold. Cold? I'm sorry, I wasn't trying to come off that way. Saying you're sorry doesn't fix squat. I suppose you're right. But maybe you'd be interested in being friends? Friends? Where'd that come from all of a sudden? I just like to know you better, Al. Not just for my sake. But for the other Mila, too. I hate you! I doubt chasing her right now will accomplish anything. So you really do want to be friends with her? I know it can't be easy for her to overcome the loss of someone so close. But I do want her to get on with her life. All humans have that capability. Still, I think that probably wasn't the best time to ask her to be friends. Next time, how about trying to gently support her feelings? Supporting her physically is easy enough, but feelings can be so difficult. Thank you. I appreciate the gesture. Unfortunately, I don't have a lot of time left. How come? As I said before, maintaining my physical form here is consuming precious mana. I must resolve this situation as quickly as possible and return to the spirit realm. Yeah, you're right. I'm sorry. I didn't mean to sound cold. I guess I'm pretty lousy at supporting your feelings, too. That's not true. I know that you're always by my side, and you always will be. Jude. Mila Kapitel 3, die Mila, die wir kennen und lieben, Ende. So, ja, zwischen Elle und Mila, das wird noch eine Weile dauern, bis die sich hier irgendwann mal verstehen, Leute. Da wird jetzt auch hier erstmal nichts dran ändern können. Und ich muss jetzt kurz was ansprechen. Vielleicht bin ich blöde, das kann schon echt sein. Vielleicht habe ich mich auch von Anfang an geirrt, aber hat die Mila eine andere Synchronstimme jetzt wieder, also die alte Synchronstimme. Es könnte sein, dass ich komplett schmarr rede und dass sie immer die gleiche Synchronstimme hatte und dass ich einfach nur zu blöd war, um das rauszuhören. Ihr müsst wissen, ich mache ab immer den Ton ein bisschen leise, weil sonst würdet ihr den Ton doppelt hören und das wollt ihr ja nicht. Und es kommt mir jetzt so vor, als wäre das jetzt wieder eine andere Synchronstimme, ja, die wir kannten. Bilde ich mir das ein? Wenn ja, dann von mir aus. Ach, egal, bilde ich es mir halt ein. So, aber ich habe so das Gefühl, wir könnten mal diese ganzen Berichtsdinger und sowas machen.
Das hier ist ja alles nur abgeben, das sind Katzen, das werden wir alles nie machen. Aber den oberen Krimskrams könnten wir mal machen. Jetzt machen wir das aber erstmal nicht. Wie viel Geld haben wir? Ach, 50.000, das ist ja schön. Dann können wir erstmal unsere Schulden abzahlen und gleich mal schauen, ob wir dann mit der nächsten Hauptaufgabe beginnen können. Thanks. See ya. Well done, Mr. Kresnik. I have a message for you from President Bacor. I want to meet the real Maxwell. Bring her to Spirius. End quote. Please follow through at your earliest convenience. All anyone cares about is the stupid Maxwell, Mila. I'm sorry. Aber wie die Mila Maxwell hier, wie sie, die blöde Mila Maxwell, wie sie hier gesagt hat, auch gesagt hat, muss nach vorne schauen, ey. Anders geht's nicht. Ja, die Vera, die ist ein bisschen eingeschnappt hier. Noch beim letzten Mal habe ich sie ein wenig angefaucht hier, als sie hier kam. Aber das war auch in einem echt dummen Moment. Und tut mir ein bisschen leid, aber was schon mal tun. So, wir werden jetzt hier erstmal dann mit Rowans Charakter-Event anfangen. Aber davor kommt hier noch die kleine Skit. Man, it sure is weird to be traveling with Gaius and Muse this time. Indeed. We were mortal enemies only a year ago. I still remember the final battle between Mila and Gaius. When Mila got Gaius in a leg-trap chameleon clutch and forced him to tap out. She's joking, obviously. I wasn't tapping out, I was reaching for the ropes. The judge called it wrong. Wait, what?! I don't know what this chameleon clutch art you speak of is, but if it has the power to force Gaius to submit, I would very much like to learn it. Shall I teach you? First, you need to find and wrap your arms around a chameleon. Ugh, I can't keep up with this anymore! Luger! The joke's over! Move along! Hmm, roast chameleon. I've never heard of eating such a creature. Served with a nice demi-glace and sliced mushrooms? I believe the traditional garnish for roast chameleon is a dash of spice to give away more color. That sounds delightful! And then maybe you can whip up a plate of cobra clutch. It'll make you just want to fork up everything with your tongue. Or you might say the flavors really coil around your taste buds. Stop! Stop! That's not how you do comedy! You're just beating the premise to death! Ugh, I almost missed when Muse and Gaius were solemnly trying to kill us. Der Mila kann man echt alles erzählen hier. Sehr gut. Sehr schön. So, wir machen aber jetzt erstmal mit Rowans Geschichte weiter. Wahrscheinlich hier wieder auch mit der Marcia Rowan Kapitel 3, die Bruderschaft und der Eid. Ah, it's good to see you. Look out. Huh? Rowan, are you okay? Get out of here. Run back to your precious Olympias, traitor. Are you hurt? You're the one who got hit. Why would they do this? It's all right. I'm fine. So you're one of them too! Another stinking Olympias lover! Thank you. Typical. He cowers behind bodyguards. That was terrible. Does this kind of thing happen to you a lot? Oh no, only on occasion. Xiongnu is a city of tradition. Many extremists who oppose peace call it their home. Yeah, they were all like, down with Olympias! Peace will not only benefit Olympias and its citizens, but also the people of Rize Maxia. If only more people took the time to look at the big picture and realize that. They will. At this point,
The best thing I can do to convince everyone is to show actual results. DODA here. I'm sorry, is everything okay? Anyway, I'm sorry if this is a bad time for you, but we have detected a new fractured dimension. The rift appears to be in Fenmont. We've sent you the coordinates. Please take appropriate action. Would you mind if I accompany you? I feel it would be prudent for me to leave here for a time. Hey, hey! Answer me! Hey, hey! Oh, it's a message from Dracel. Is there something wrong, Elise? It's nothing. I'll come too. You're 20 years old. Is that correct? There's something I'd like you to have. I absolutely adored this book when I was your age. It's my way of thanking you for always helping out this old geezer. And I know you'll put it to good use. Es ist echt ganz interessant anzusehen, dass die Leute hier in Riese Max hier genauso abgeneigt sind, wie die Leute in Olympus hier einen Frieden zu haben. Ich dachte ehrlich gesagt, da ist es ein wenig anders. So, wir werden... So. Nehmen wir Gaius mit oder nehmen wir jemand anders mit? Ich würde sagen, wir haben jetzt mit Elise Heilen, Ron. Ja, ich brauche einen offensiven Angreifer dann noch, weil Ron ist ja eher so der Typ, der hinten steht und seine coolen Artists rauszaubert. Dann nehmen wir Gaius mit und reichen in die Splitterdimension. Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde gerade kommen mir echt in den Nebeneignissen zu viel Splitter-Dinger hier. Weil es nervt, also ich, es, ein klein wenig nervt mich das wirklich hier. Let's see what the people of Fenmont have to say. Dass wirklich bei jeder Charakter-Event jetzt immer nur eine Splitterdimension kommt. Es kann auch mal so schönes kleines wie bei Mila sein, aber nicht halt immer eine Splitterdimension. Das ist was komplett anderes und so. Also mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn da auch einfach normale Geschichten erzählt würden ohne Splitterdimension. Aber naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht so. Was hast du zu sagen? Das Laforte, öffentliche Einrichtung, Forschung von Geistern und Russell Girls sind stolz auf. Wunderbar. So, nichts Besonderes. Mein Dorf wurde überschwemmt, deshalb kann ich nicht mehr bitte vorzutragen. Toll, dass der König mich persönlich anhört. Und nicht nur das, er hatte versprochen, sofort Hilfslieferung zu schicken und uns die Steuerzahlung zu erlassen. König Nachtigall ist wirklich ein großartiger Anführer. Ja, okay, wir wissen schon, was in... Wir können uns schon denken, was in der Welt hier geschehen ist. Nachtigall, den wir kannten nur als... Ich würde fast sagen, Wahnsinnigen. Nachdem er hier seine Frau verloren hat. Nee, nicht seine Frau. Doch, nein, seine Schwester. Seine Schwester. Seine Schwester und in die war auch Ron verliebt. So. Und da ist er dann ein wenig extremistisch geworden. Weshalb wir ihn auch da bekämpft haben. Und wir wissen ja, in Tessile 1 ist er dann gestorben. Und nun scheint es hier, als wäre Nachtigall hier in dieser Welt, wäre es ein bisschen anders gelaufen. Und sie ist eben nicht gestorben. Wir kennen ja, da gab es diese Ereignisse mit dieser riesigen Flutwelle, die bei der Schlacht zwischen Al-Jul und Rushagel war. Und dort ist sie ja dann gestorben. Scheinbar ist hier das irgendwie anders gewesen. Und ich bin jetzt gespannt, ob wir hier zum König vorgehen. Und vielleicht mal ein Wörtchen mit ihm reden können. So. I'm about to speak to a friend I'd lost, and yet I feel strangely calm. This must be part of growing old. Audience hours have concluded. Ilbert. Surely I can drop by for a friendly visit without requesting an audience. If I ever got to the point of turning you away, that would be a bad sign. That's quite the entourage. I presume this is something important. No, just killing time on a sleepless night. Well, I was fully prepared for a dreadfully dull evening. Shall we drink until dawn, like old times? That ornament in your hair. How striking. Huh. I never showed this to you, did I? It was a gift from my sister on the 15th anniversary of my coronation. A pity that it's now a memento. Princess Carrie. When wearing this, I can't help but be constantly reminded of the weight of my duty to our people.
Even now, I can practically sense her wagging her finger at me. I see. So, in this world, a simple ornament like that has kept you from straying from your path. Hmm? Things could have easily gone in this direction. To think that you and I might have lived out our lives as friends. Rowan. Wait. You're not Ilbert, are you? Princess Carrie's ornament. Might I borrow it from you? I don't know what your game is, imposter, but you're welcome to try and take it. We've fought enough for one lifetime, but if I must... Give me everything you've got. I want to see just who I'm dealing with. So, ganz... ja, das hat schon nicht so gestimmt, was ich gesagt habe. Also ich dachte halt, wie gesagt, dass hier die Carrie gestorben ist. Hier lebt sie noch, aber Nachtigall hat sich trotzdem nicht, obwohl eben hier, die hat einiges drauf hier, obwohl eben hier seine Schwester gestorben ist, nicht zu dem Scheuser verwandelt, was wir kannten und nicht mochten. So, jetzt haut er gleich mal hier zum Anfang Mystic Art, das war's ja. Demon's Lance oder so, cool heißt es. Komm, mach deinen Move, ich bin ready. Oh, ich bin nicht ready. Oh, habt ihr gesehen, er hat gerade einen Artist aufgeladen. Oh, Elite, da kommt Elite mit ihrem fetten Artist. Sehr schön, ich sehe ihn gerade nicht, weil hier so viel leuchtet. So, wir brauchen nochmal eine andere Waffe. So, wir müssen dann mit dem Hammer mal draufhauen. Habe ich den Hammer? Ich habe den Hammer nicht ausgerüstet. Rowan, warum liegt er eigentlich tot am Boden? Das würde mich sehr interessieren. Komm schon wieder, unser ganzes Dreck des Lebens raushauen. Vielleicht können wir wieder einen Trank des Lebens hauen. Wo ist mein Hammer, Mann? So, ich will nicht... jetzt haben wir ihn endlich. Elise, machst du gerade Frontalangriffe? Hatten wir die Diskussion nicht schon ungefähr 1000 Mal in Tasty Seele 1? Elise, du kannst viel machen. Du kannst gern viel machen. Aber du wirst in deinem ganzen Leben nie frontal angreifen. Du stellst irgendwo in der Ecke und heilst. So, Strategie. Heilen, priorisieren. Nur heilen. So, das sollte schaffbar sein hier. So. Nein, nicht auf Gaius. Ach stimmt ja, es kommt auch voll gut an, Leute, wenn wir hier König Gaius mitnehmen. So, sein... What? Wie hoch ist er denn gerade geflogen? Sehr geil. Sehr geil, fliegt er einmal über die ganze Area. So, jetzt würde ich sagen, beenden wir's. Ach, warte mal. Ich muss kurz was schauen. Ich muss... Es ist riskant, aber ich mach's jetzt. We're in this together. Ladies and gentlemen, wait for fitted as darkness feeds its light. Fitting for a world of impermanence. Grand finale! So, ich war mir nämlich gerade nicht sicher, ob ich bei Rowan überhaupt ein mystisches Artist eingestellt habe. Kann es sein, weil es hatte ich ja in Testziele 1, habe ich nie sein mystisches Artist einmal gesehen, außer ganz am Ende, wo er es automatisch eingesetzt hat. Und wollte ich nur kurz wissen, ob er hier so war. Da wollte er gerade. Da wollte das Mister der Art ist auf mich drauf. Nein, 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 dass er seine Art schnell einsetzen kann, denn sonst stirbt er einfach viel zu schnell weg. So, aber er kann heilen, was ganz geil ist. Tag des Lebens. So. Oh, komm schon! Ich verteidige, dann mach ich mir eine Sekunde weg und dann haut er seine fette Attacke drauf. So, jetzt kriegen wir erstmal auch voll was ab. Ach, diese dummen jetzt weiß ich jetzt. Der macht dieses dumme Symbol, das macht doch Rowan manchmal. Und warum will ich mit Rowan verbunden? Ich will mit Gaius verbunden sein. So. 50.000. Bei 40.000 machen wir unser mystisches Artist. Würde ich jetzt mal sagen. So. Also nicht unser mystisches Artist, aber unser Chromatis-Modus und da das mystische Artist. So. So. Ja, 48.000 Mann, ja. 48.000 Mann, das geht ja nicht. Ah! Nein, 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 nein,
nin. Hey, keiner ist gestorben. Wie geil ist denn das? Trotz mystischer Art ist keiner gestorben. Das hätte ich nicht gedacht. So. So. Demon Solant. Hier macht er wieder den coolen Move hier. So, dann macht er den Move. Der ist eigentlich ganz geil, weil man da wirklich so hoch in die Luft fliegt. So, und jetzt würde ich sagen, das ist. Ach, komm, Beltmas. So, komm. Es wird doch nichts werden, wenn man so weiter. Ah, es wird nichts. Komm, bitte. Could it really be you? Rowan, why are you smiling? Just reminiscing on the past. A little nostalgia for an old friend of mine. You're not Ilbert, and yet you possess the conductor's skills. Who exactly are you? Just an old man who was to serve you loyally for the good of the country. Loyalty to me? Tell me something. What do you think of Roshagal today? I believe it is a thriving nation, a good one. The king leads his people, and the people support their king. Suppose that I try to destroy it all. What would you do about it? I would do everything in my power to kill you myself, or die trying. Some time ago, I asked the Ilbert I know the same question. And he gave me the same answer. Are you certain? I did tell you to take it from me by force. At the end of the day, I'm not sure who you are and where you came from. But you are Rowan Ilbert, through and through. Thank you. Despite the unpleasant circumstances, I am grateful for the chance to speak with you again. Hmm. We certainly livened up a dull evening. Luga, if you would please. Yes, this world is destined for destruction. And besides, it is a world I've already lost. But don't you want to hold on? Indeed, very much so. What? Before I bid farewell, Noctegal, please allow me to renew my vow to you. I will never retreat from my duty again. I will give everything to accomplish what must be done. And we're back. Rowan, are you okay? Oh, pardon me. Yes. Yes. Ah, in regards to that. Can you spare a minute? Just follow us! Tipo, shush! Please. Let's head to the inn. Don't tell Rowan. Look at this crowd of people! There you are. Drissel here sent me a text. She said she's got something important to show us. Just us! No Rowans allowed! I apologize for the secrecy. Just read this. It'll be quicker. Dear Elise, if you're reading this,
then I have already shuffled off this mortal coil. What is this? It seems to be his will and final wishes. A maid found it hidden in one of the spare rooms. There's one for each of you. I'm not so sure I want to hear his answer. We gotta be real delicate about this. Hopefully, this is just one big misunderstanding. Please, look after him for me. Of course. I'm counting on you. Triselle, you look so pale. Sorry. I'm fine. Everything will be fine. I'm not letting someone close to me die again. Rowan Kapitel 3, die Bruderschaft und der alte Ende. Bei Rowan sieht er echt gerade richtig düster aus, muss man ja schon mal sagen. Naja. So, erstmal heißt es weitermachen. Wir sollten alle Charakter-Events fürs erste Mal wieder abgeschlossen haben. Welches Level sind wir denn gerade? 54. Dann denke ich, passt das sogar ganz gut, weil der letzte Bossfight war jetzt ja auch nur auf Level 54 gerade eben. Also hier mit Dings da, Nachtigall. Dann denke ich, sollte unser Level schon eigentlich ganz gut passen. Oh, ach so, ohne Jacke. Ich dachte, das sei dann ganz, ganz oben ohne. So, eigentlich Elise-Kostüm aus. Ah, warte, das sieht ja. Ey, das sieht gut aus, ne? Das gefällt. Das sieht ein bisschen aus wie. Ja, das sieht ein bisschen dann zu sehr aus wie Milas. Egal, was lassen wir eh hier. Wir könnten ja eigentlich mal ein bisschen. Oder was haben wir hier bei Mila Farbvariation? Nee. So, hier bei Alvin. Das ist immer das Coole. Aber nee, ich muss sagen, Alvin ist wirklich der einzige Charakter, wo ich wirklich sagen kann, das Kostüm aus Tales of Healer 2 gefällt mir viel besser als das Tales of Healer 1. Nicht, dass das schlecht aussah, aber das im zweiten sieht er halt so professionell aus. So, zu Spiritus AG müssen wir nun wieder reisen. Unsere Lieblingsarbeitsstadt. Beste, schönsten, wunderbarsten Arbeiter. Wunderschöne Konditionen. Sollte jeder mal anfangen, der seinen Bruder jagen will und töten will. Leute, im nächsten Part werden wir dann mit Baku reden. Davor müssen wir über einen kleinen Kapmann. Im nächsten Part geht's dann weiter mit der Hauptstory. Bis dahin aber erstmal, euer Dem Summerfix. Ciao. Tschüss.